Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Wii Sports. Dies ist wahrscheinlich die Folge, wo wir Baseball... Ja. Man macht nämlich Baseball mit einer Bowlingkugel, falls ihr es noch nicht wusstet. Haha, nein. In der wir Bowling wahrscheinlich fertig spielen. Also auf unser Zielniveau. Wir wollen nämlich 1200 erreichen und wir sind bei 1077 mit einer schönen Kugel. Direkt nach dem letzten Part habe ich mega geübt, das ist jetzt wieder eine Woche her. Aber da war ich wirklich mega gut, da habe ich 240 geschafft. Also natürlich jetzt nicht mit diesem Wii hier. Und jetzt habe ich es wahrscheinlich wieder verlernt. Und außerhalb des Parts werde ich es dann wieder können. So sieht's aus. Dann hoffe ich mal, dass wir keine Minuspunkte kriegen, so wie im letzten Part. Wir hatten nämlich schon über 1100. Gott, ich krieg echt nur Spares, ne? Ja, und warte, ich habe noch eine Chance auf einen Split. Schade. Ich hätte beide treffen können, wenn ich genau in die Mitte geworfen hätte. Ist das ein Zug? Ich habe aber auch schon ein bisschen Pech, oder? Ich schätze mal, wir kriegen echt minus 50. 50, genau. Minus 50? Oh Gott, minus 50. Weil wir sind echt nicht gut. Also, ich bin echt nicht gut. Wir schaffen ja gerade mal 150 Punkte. Und selbst 180 sind scheiße. Oh, noch ein Strike. Boah, das war jetzt aber echt lucky. Ich meine, guck mal, wie die geflogen sind. Kein normaler Strike gewesen. Boah, den habe ich gut angedreht. Und deswegen auch den dritten Strike in Folge. Vielleicht schaffen wir trotzdem noch die 180 Punkte. Sieht sogar ganz gut aus, wenn wir so weitermachen. Zu stark. Obwohl, nein! Doch. Boah, dieser eine Pin. Das ist ja cool, das glaube ich. Da habe ich jetzt mal lieber angedreht. Ja, 180 schaffen wir. Next one. Vielleicht kriegen wir sogar Pluspunkte, wenn ich mich jetzt noch ein bisschen anstrenge. Nein. Aber ich bin jetzt wieder ein bisschen drin. Und wieso geht die nach links? Ich habe eigentlich nach rechts geworfen. Okay. 190, wie viele Minus? Was? Plus 19? Hä? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ich hatte doch letztens noch 178, also 12 weniger und habe minus 40 bekommen. Und für 12 mehr gibt es 59 Punkte mehr. Obwohl, warte, war das minus 40, 41 oder 42? Egal. Um die 60 Punkte gibt es mehr. Für so einen kleinen Unterschied. Okay. Da muss ich jetzt ja noch 200 schaffen und dann sind wir schon auf einem ziemlich guten Weg. Und der gute Weg beginnt schon hier. Wenn wir jetzt komplett eskalieren in diesem Part. Also, nee, in diesem Versuch sogar schaffen. Ja, und dann werfe ich natürlich so eine Scheiße zusammen. Ah, vielleicht. Ja, ich krieg den noch. Ich wollte nämlich eigentlich in die andere Richtung mal wieder drehen. Ey, das ist doch nicht wahr. Aber wir müssten, wenn wir so weitermachen, noch die 190 Punkte schaffen, oder? Okay, wenn wir so weitermachen, auf jeden Fall. 84, ja. Ja, definitiv. Dann sollte ich aber auch einen Strike machen, weil... Wieso geht die jetzt nach links?
nicht mehr so gut aus. Für 190 Punkte. Obwohl, wie viele Swats habe ich jetzt schon gemacht? 3 oder 4? 4. Okay. Also ich muss jetzt eigentlich doch nur noch immer Spare machen, dann habe ich es, glaube ich, geschafft für 200 Punkte. Und dann sollten wir wieder 20 mindestens plus kriegen. Nice. Also komm, wenn das keine 200 werden, haben wir sie aber auch nicht. Ach, schade. Geh nach rechts, geh nach rechts, gut. Wow. Das kann ich schaffen. Wenn ich jetzt gut treffe. Und mein Wurf war der allerletzte Scheiß. Aber trotzdem noch 206. Wie viel plus? 45. Das ist gut. Da kommen wir dem 1200 schon deutlich näher. Es fehlen uns nur noch 59 Punkte. Treff doch nicht exakt die Mitte. Treff doch den Pin! Der erste Versuch war schon mal grottig. Der zweite war gut. Also wenn man den 1er-Pin gerade dazu zählt, dann war es jetzt der dritte Versuch. Der war zu stark. Ja. Und der genau in der Mitte bleibt stehen. Das Unwahrscheinlichste passiert. Das sieht nicht gut aus für die 200, wenn ich ehrlich bin. Boah, den habe ich. Die Pins habe ich jetzt richtig weggefickt. Mehr Punkte. Oh! Immer der eine rechts da hinten. Obwohl, jetzt ist es ein anderer, aber ich treffe ihn trotzdem. Naja, 180 schaffen wir aber wahrscheinlich noch. Weh, der letzte wurde ja mega geil getroffen. Da hinten rechts, habt ihr das gesehen? Der eine ist einfach nach hinten geflogen, kommt wieder nach vorne und crasht den voll weg. So, die links von uns, ah, sieben hat sie nur getroffen. Das tut mir natürlich leid für Maria. Ich glaube, das war das mit Maria. Och, komm! Das ist doch nicht wahr. Ja, das kann auch nicht wahr sein. Es ist so knapp gewesen. Ach, scheiße. Jetzt muss ich mal wieder ein bisschen besser werden. Ja, das ist nicht besser. Ah, okay. Nice. Vier Strikes. Wir sollten schon 6 schaffen eigentlich. Okay. Vielleicht schaffen. Nein. Oh Gott! Ich habe innerhalb 3 Versuche 15 Punkte. Das ist. Nee, also das ist wirklich ja. Boah, ich bin so scheiße. Und hab noch Pech. Obwohl. 180, ja? Vielleicht kriegen wir sogar Pluspunkte, wenn ich jetzt noch einen Strike mache. Ja! Diese eine Missgeburt da hinten wurde getroffen. Das ist ein schönes Bild. 186, kriegen wir Pluspunkte? Plus 39, wo? Komm, noch ein Match, dann. Plus 39. Dann brauchen wir jetzt so 175, dann haben wir es doch jetzt geschafft, oder? Ja, eigentlich schon. Es reagiert nicht, okay. Hallo? Das ist ein Bug. Okay, jetzt klappt's. Oh Gott, und es fängt schon so an. Und jetzt tritt er noch in die falsche Richtung. Was soll das denn? Jetzt verarscht mich das Spiel auch noch. Erst buggt's und dann verarscht es mich auch noch. Hä? Die dreht sich doch! Okay, das ist jetzt echt Betrug. Die dreht sich auch nicht. Was? Hä? Ich mache jetzt nochmal hier neu anmelden. Das geht gar nicht. Die reagiert überhaupt nicht. Und dabei habe ich sie neu gekauft. Vor 2 Monaten oder so. Jetzt geht wieder an. Boah, das ist doch nicht wahr.
Gut. Platz jetzt wieder. Ja. Okay. Der erste Wurf war zwar scheiße, aber die danach sehen ganz gut aus. Das kann doch jetzt echt nicht wahr sein, dass immer einer hinten da steht und ich den dann meistens auch noch verfehle. Jetzt muss ich mal wieder ein paar Strike. Ja, Betrug. Er hat sich nicht gedreht. Er dreht sich einfach nicht. Hä, wie hat er den jetzt geworfen? Okay, ich habe ihn trotzdem noch getroffen, aber das war jetzt irgendwie wieder Beschiss. Der wirft die ganz anders, als ich das mache. Endlich Strikes, wir brauchen mehr Strikes. Wir wollen das in dieser Folge noch schaffen, aber vom Zwischenstand sieht es nicht gut aus. 85 ist die Hälfte, 170. Sind zwar wahrscheinlich noch Pluspunkte, aber nicht genug. Ja, und mit so einem Wurf, wo ich vollkommen überdreht habe, wird das auch nichts. Ich muss jetzt auch noch treffen. Schaff das gerade so noch. Und muss jetzt durchgehend Spares mit mindestens 2 Strikes machen. Da ist schon mal Strike 1. Das ist nice. Aber es ist noch nicht gut. Eigentlich ist das besser als gut, aber in dieser Situation halt nicht. Ich hasse diesen Pin und was dreht. Ey, das ist Betrug! Ja, und jetzt schaffen wir es nicht! Wegen dem Betrug! Ja, toll! Ja, da bringt mir das Strike jetzt auch nichts mehr. Obwohl, ich darf nochmal. Nee, wenn ich jetzt aber keinen Strike mache, dann da. Also, wenn ich jetzt noch 2 Strikes mache, dann habe ich es geschafft. Und the final countdown! Strike! Strike! Nice. Dieser Strike entscheidet jetzt, ob wir es schaffen oder nicht. Ich bin so angespannt. Ja! Geschafft. Boah, noch 183 rausgeholt. Was? Hä? Das System ergibt keinen Sinn! Klar, dass wenn man bei einem minimal höheren Niveau ist, dass man bei der gleichen Punktzahl ein bisschen weniger Punkte kriegt. Aber doch nicht von plus 40 auf plus 10! Das geht ja mal gar nicht! Wenn ich jetzt nochmal die gleiche Punktzahl haben würde und nur 10 Niveau höher bin, kriege ich nur 3 Punkte. Was zur Hölle? So viel Spannung und dann bin ich hier voll verarscht vom Niveau. Und dann noch so eine Musik. Yeah, dann schaffen wir es halt beim nächsten Mal. Außer ich bin da so schlecht. Aber ich nehme den Part jetzt, also den nächsten Part direkt hinter diesem auf. Und dann sollte ich das schon schaffen. Deswegen würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.